seine Mutterrolle nicht nur im Fernsehen ernst nimmt und heute Abend einen Playback-Auftritt auf sich genommen hat, ist die Frau, die wir jetzt auf der Bühne begrüßen, Marie-Louise Mayan. Marie-Louise, guten Abend. Hallo. Wir haben auch was gemeinsam. Von uns wird in der Presse immer behauptet, wir hätten keine Kinder. Und das stimmt nicht ganz. Das stimmt gar nicht. Wir haben Kinder. Ja. Aber sag mal, Linda, ich habe dich bewundert. Wie schnell hast du diese Kinder an den Mann gebracht? Also super. Wenn das unsere Zuschauer auch machen heute Abend, also dann sind wir gerettet. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Ja, das ging total schnell. Ja, Sie haben. Ja, Sie haben zwei Kinder von Foster Parents, vom Plan International. Ja. Mhm. Wo genau? Ein Mädchen in Bhiwandi, in Indien, bei Bombay, und ein Buben in Sri Lanka. Das Mädchen heißt Suluhana Matre und der Bub Sunil Ratne. Also an den Namen muss man sich erst gewöhnen. Ja, das ist ein bisschen fremd. Kaum aussprechen, ja. Wie sind Sie dran gekommen? Ich hab gehört, dass Sie sich selbst ausgesucht haben. Das geht normalerweise natürlich nicht so. Nein, ich wollte mich einfach informieren. Ich wollte wissen, was passiert denn beim Geld? Was ist das für eine Organisation, Plan International? Und ich bin vor Ort gegangen, also hingefahren, und habe mir das einfach angeschaut, um zu sehen, was wird dort gemacht. Aha. Und es wird wirklich mit dem Geld, das Kind steht für die Dorfgemeinschaft, der Pate steht dahinter, und tatsächlich wird in dem Dorf werden Schulen gebaut, Brücken gebaut, das Gesundheitswesen. Und Sie haben das alles mit eigenen Augen gesehen? Alles gesehen. Und die ganze Entwicklung vor allen Dingen. Und haben sich auch dort wirklich in so ein kleines Mädchen verliebt? Ja. Ja, das hat mich so angeschaut, also so ähnlich wie die kleine süße Rosa. Aber mit ganz, ganz traurigen Augen. Und da konnte ich nicht anders. Da musste ich einfach sagen, und ja, das ist jetzt Ihr Patenkind geworden? Ja. Der Bub, der will Doktor werden. Dem will ich helfen in Sri Lanka. Wirklich? Schreiben Sie regelmäßig auch? Ja, ich schreibe, also ich muss gestehen, nicht ganz so regelmäßig, weil ich ja sehr viel zu tun habe, aber doch mehrere Male im Jahr, und bekomme also Kulturberichte. Und man nimmt sozusagen Anteil an dem Leben dieser Kinder und kann eben auch erfahren, wie die Entwicklung ist und was mit ihnen passiert. Und das ist sehr schön, wenn man von einem anderen Land etwas erfährt. Sie setzen sich also ganz besonders ein heute Abend für Plan International. Was machen Sie in der prominenten Playback-Show? Ja, ich also geniere mich, das fast zu sagen, aber ich wollte eigentlich mal was machen, was so ganz, ganz, ganz anders ist, also was gar nicht mit mir zu tun hat. Damit Sie sich da ein bisschen dahinter verstecken können, glaube ich, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Ja, doch, haben Sie ein bisschen Angst dafür, für diesen Auftritt? Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Nicht? Ja, was machen Sie denn? Ich spiele, ich bemühe mich, ein Lullaby zu singen und Trompete zu spielen. Und wer hat das gemacht? Louis Armstrong. Louis Armstrong, ja. Also endlich mal in eine Art Vaterrolle oder Onkelrolle, kann man sagen. Was ganz anders, als wir von Ihnen gewöhnt sind, aber schön. Ich hoffe. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Endlich sehen Sie Marie-Louise mal in einer komplett anderen Rolle. Hier ist sie als Louis Armstrong mit Uncle Satchmo's Lullaby. Toi, toi, toi. Satchmo's lullaby. Ich sag gute Nacht. And I said good night. Schon leuchtet ein Stern. Yes, I see the light. Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. When Uncle Satchmo sings his lullaby, Baba da da da, she says, ich träume von dir, and I dream of you. Bleib immer mein großer Freund. Yes, I do. Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei.
Satchmo sings his lullaby. Baba do say. Satchmo's lullaby, yes. Loo-la-loo-la-loo, loo-la-loo-la-loo. Uncle Satchmo's lullaby. Eine Freude gemacht, sondern für Plan International, für ein Kind wie Rosa. Ich selbst bin schon seit 10 Jahren Patentante eines solchen Kindes und das Schöne an Plan International ist, dass man nicht einfach einmal Geld überweist, sondern kontinuierlich helfen kann. Man lernt sein Patenkind kennen, denn man kann sich schreiben und so begleitet man sein Kind eine Zeit lang durch seine Jugend. Das ist auch der Punkt, der das Ganze so sinnvoll macht, diese Unterstützung auf lange Sicht.